Herzlich willkommen zu einem neuen Teil von Minecraft. Im letzten Teil war mir entfallen, was Leuchtschmelzer auf Deutsch heißt. Und es ist natürlich der Legierungsschmelzer. Der fehlt uns noch. Den werden wir nochmal in Angriff nehmen. Und dann sollten wir auch erstmal alles an Maschinen haben, was wir bis jetzt benötigen. Unter anderem habe ich einen neuen Mod drauf gemacht, Mechanism. Damit kann man auch sehr viel anstellen. Unter anderem gibt es neue Solaranlagen von Mechanism. Es gibt Windkrafträder von Mechanism. Da unten zum Beispiel stellt auch RF her. Deswegen vielleicht baue ich demnächst auch mal so welche Maschinen. Aber erstmal nehmen wir uns den Legierungsschmelzer. Legierungsschmelzer, da ist er doch. Und dafür brauchen wir eine Maschinenhülle. Und dafür brauchen wir dieses hier. Dafür brauchen wir Goldbeeren, also Goldnuggets, Goldbeeren, Kupfer und Redstone. Gucken wir nochmal rein, was wir so alles haben. Ein bisschen Redstone haben wir noch. Gold haben wir auch noch, Kupfer haben wir auch, Eisen brauchen wir auch. So, das heißt Redstone, aber erst brauchen wir Gold Nuggets. Was war so? Redstone, Kupfer. Dann brauchten wir noch Eisengitter. Die stellen wir wie folgt her. Ein bisschen aufräumen noch. Machen wir mal so. Eisengitter stellt man so her. Brauchen wir noch Eisen, 4 Stück. Das drumherum und das Ding in die Mitte. Und das war falsch, weil es so aussehen muss. Gut. Dann brauchten wir 3x einen Ofen, einen Kessel, dreimal einen Ofen. Nochmal 4 Eisen. Einen Kessel, das in die Mitte. Ich glaube so. Nein, so. So. Und da haben wir ihn doch auch schon. Die Eisen geht auch nochmal hier rein. Bruchstein geht da eigentlich nicht rein. Lege ich noch mal eben, wo stellen wir ihn denn am besten mal hin? Und ich denke, wir stellen ihn einfach mal hier hin. Können wir eigentlich gleich mal ein bisschen Kohle haben? Haben wir so also. Noch mal anheizen hier, damit der gleich voll wird. Nur so ein bisschen. Der wird auch gleich voll gemacht. Und da ist die Frage, was machen wir als nächstes? Wir haben jetzt einen Legierungsschmelzer. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, wofür ich das elektrische Stahl haben wollte. Finden wir am besten mit Stahl. Sicher, was ich damit bauen wollte. Was wir brauchen, ist eigentlich eine Batteriebox. Wie heißt das denn nochmal? Ah, wie heißt das Ding nochmal?
bin ja mal überhaupt nicht vorbereitet hier. Hier ist Bank heißt die. Wir natürlich erstmal eine kleine Bank. Wir brauchen wir Redstone. Wir brauchen mehr Redstone eigentlich. Und Eisen. Das heißt, wir gehen jetzt einmal nochmal los und suchen uns noch ein paar Sachen. Vielleicht finden wir auch endlich mal die Teile, die wir noch brauchen, um den Spiegel zu bauen. Man soll erstmal was essen. Mit, da mit Kohle. Und springen wir mal da rein. Ein bisschen Eisen nehmen wir auch noch mit. Das milden Zockbild etwas kleiner gemacht. Das oben links in der Ecke ist. Und es klingt gerade das Telefon, das ist super. Telefon leicht klingeln. Ich werde gleich auch mal zurückrufen. Dann machen wir erstmal den Part zu Ende. Man sollte immer das Telefon auf lautlos stellen, wenn man anfängt aufzunehmen. Das ist mir auch immer wieder eine Lehre hier. Fledermaus. Oh, und da haben wir es doch gefunden. Genau das, was wir jetzt noch benötigen für den Spiegel. Das heißt, in dem nächsten Part werden wir auch endlich als vollwertiger Magier anfangen. Dann werden wir uns noch als andere magische Sachen bauen, die wir benötigen. Nämlich Tische zum Erforschen und anderes Zeug. Erstmal gehen wir jetzt hier runter und holen uns diese beiden Scherben. Es sind durchgezogene Steinordnungsscherben. Und wir haben jetzt mal 4 Stück davon. Ist das wunderbar. Noch eine Fackel. Der Aluminiumbusch. Dieser Aluminiumbusch, der steht doch auf Stein, so wie mich das nicht enttäuscht. Ich werde jetzt gleich mal versuchen, den Aluminiumbusch auf Stein oben anzupflanzen. Uns ein bisschen Kohle mit, damit wir auch noch genug Energie haben. Gold noch. Aber noch ein bisschen Blei. Blei ist auch niemals verkehrt. Und hier werden sogar noch mehr Scherben. Was haben wir denn da für Scherben? Und hier werden auch wieder 2 Scherben gewesen gleich. Da sind 2 drinnen. Dann nur ein gekriegt. Aus dem anderen Stein. Vielleicht wollte es eine andere Spitzhacke machen. So, wir gehen nochmal zurück. Wir werden den Weg finden.
machen wieder hier in die Truhe unser Zinn rein, unser Eisen rein, unser Blei rein, unser Gold rein. Natürlich auch gleich alles bearbeitet, das gibt hier rein. Hier noch eine Energieleitung drin. Ah, hier, da waren zum Beispiel schon drei Luftschäme in zwei Steinen drin. Hier Steine. Ich würde jetzt gerne eigentlich auch hier einfach mal den Busch reinsetzen können. Was aber nicht geht. Ah doch, so, jetzt geht's. Dann kann ich nämlich hier das abernten. Das ist doch schön. Das funktioniert. Das ist doch schon mal sehr schön. Dann gucken wir uns auch schon mal gleich an. Machen wir unser Buch wieder. Sieht jetzt hier aus. Bisschen Strom drin. Hier wird natürlich Strom verbraucht. Machen wir mal zwei rein kurz. Das Ding ist natürlich auch, dass wir nochmal irgendwann umziehen müssen. Da. Also die Map ist jetzt auch noch nicht weit aufgedeckt von uns. Wir haben jetzt dann nur hier, die Map ist jetzt auch gedeckt. Das heißt, vielleicht ziehen wir einfach ein bisschen hier in diese Richtung oder in diese Richtung. Dann natürlich hier in diesem Gebiet jetzt keine Mechanismen Rohstoffe zu finden sind. Die müssen natürlich noch generiert werden. Und da die Map natürlich erst dann generiert, wenn man sie erkundet, ist das gut, dass wir auch noch gar nicht so viel erkundet haben. Hier haben wir unser magisches Buch. Da gucken wir jetzt gleich nochmal rein. Dann werden wir nämlich hier unsere Mine haben und werden auch nicht allzu weit weggehen, aber ein bisschen halt. Und werden uns natürlich noch ein Schienensystem dann zu unserer Mine hinbauen. Und ich weiß noch nicht, ob wir das mitnehmen werden dann. Das sehen wir dann mal. So, wir brauchen natürlich jetzt das Taumometer. Das heißt, wir brauchen Glas, zwei Goldbahnen, zwei Scherben, egal welche, aber es müssen dieselben sein. Glas. Obwohl, das machen wir auch erst nächste Runde, aber wir reiten das schon mal vor. Goldbahn. Und da haben wir nämlich nur eine Scherbe. Warum ist nicht Scherben hingelegt? Hier rein? Ja. Einfach mal die Ordnung scherben. Dann will ich diesen hier. Was sind die da mal zu tun? So, Goldbahn, Glas und Scherben, die brauchen wir dann gleich. Räumen wir noch ein bisschen auf. Zauberstab. Ein Stein haben wir. Okay. Das gehört doch aber gar nicht hier rein eigentlich. Weiße Wolle kann da drin bleiben. Federn ist gut, dass wir die noch haben. Wir brauchen auch noch was anderes. Was wir dann gleich holen müssen. Gehen wir noch einmal schlafen. Und dann sage ich auch schon wieder an der Stelle, dass euch das Video gefallen hat. Lasst doch einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, dann nicht. Tschüss.